Nicht wie bei uns steht in diesen Schmuckstücken der schmückende Aspekt an erster Stelle, denn der Schmuck übernimmt meist eine schützende Funktion, vor allem wenn es um den Schmuck für die Frau geht. Können Sie uns erläutern, Herr Dr. Seibert, welche Rolle die einzelnen Symbole spielen? Ja, also erstmal unterscheide ich ganz gern zwischen städtischem Schmuck, also Schmuck der städtischen Bevölkerung und Schmuck der ländlichen Gebiete. Bei der städtischen Bevölkerung steht der ästhetische Aspekt mehr im Vordergrund als bei der ländlichen Bevölkerung. Bei der ländlichen Bevölkerung diese Schutzfunktion eine besondere Bedeutung, die in der Stadt meist abgeflaut ist. In der Stadt, wie gesagt, mehr von der ästhetischen Seite wird es da betrachtet. Zu der Schutzfunktion, also man sagt immer, spricht immer von amulettwertigem Schmuck. Dazu diese Schutzfunktion wird einmal durch die Form, da wird die erfasst, zum Beispiel durch die Darstellung der Hand. Der Fisch ist ein ganz typisches Symbol, aber auch durch die Farben. Die Form und die Farbe, die werden miteinander kombiniert, werden unterschiedlich interpretiert. Am Beispiel, gerade blau ist die Farbe des Himmels. Der Himmel widerspiegelt sich im Wasser, also ist blau auch die Farbe des Wassers. Wasser wiederum ist gleichzeitig das Medium, wo die Koralle wächst, die rote, und der Fisch wächst. Der Fisch wiederum hat viele, durch seine vielen Eier, ist auch wieder direkt ein Symbol der Fruchtbarkeit. Die Koralle selber ist gleichzeitig durch ihre Farbe schon, verbindet die Kraft des Wassers, die Fruchtbarkeit des Wassers mit dem Lebenssaft Blut und ist deshalb schon, hat auch wieder eine doppelte Funktion. Alles wächst zusammen zu einem großen Schutzpotenzial. Wenn ich heute da eine Frau in Tunesien frage, was ist die Bedeutung von dem und dem, dann sagt sie, gegen bösen Blick. Das ist so die Standardrede. Gegen Unglück, gegen bösen Blick. Das ist ungefähr so, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Kleeblatt irgendwo haben, ein vierblättriges Kleeblatt, können wir sagen, das bringt Glück. Oder zum Beispiel irgendwie so ein kleines Schweinchen oder so, Glücksschwein. Und genauso, wir wissen nichts über die Herkunft, interessiert uns auch nicht. Was uns interessiert, ist die Funktion. Es ist gegen den bösen Blick des Neiders.